Was ich jetzt machen würde, ist ein Sidechain. Ja. Wie ich Sidechain mache, ist ohne Kompressor, sondern nur mit Volume Automation, weil im Endeffekt macht ein Kompressor auch nichts anderes, außer das Level zu regeln, oder? Nur geht es automatisch mit dem Kompressor, aber ich habe jetzt keinen Bock, einen Kompressor auch noch zu erklären, weil dann müsste ich ihn lange erklären. Ich sage lieber, was ich machen will und mache es lieber mit einer Kurve, dann sieht man auch direkt, was mit dem Audio passiert, weil bei Kompressor siehst du nicht direkt, was passiert. Okay, also was benutze ich? Ich nehme, Verzeihung, die 11. Track. Wie heißt das? Volume Automation. Create Automation Clip. Und jetzt sehen wir, zack, Automation Clip. Wenn ich das jetzt runterziehe, dann bedeutet das, es ist 0. Das heißt, diese Gitarre, dieser Loop spielt gar nicht. Und hier sieht man auch, das ist auf 0. Also diese Kurve korrespondiert mit diesem Regler. Was ich jetzt eben mache, ist, ich gebe den Drums ihren Freiraum. Gell? Das heißt, immer wenn ein Kick kommt, Kick hat immer Vorfahrt, okay? Kick hat Vorfahrt, hat immer dieses Vorfahrtsschild. Egal was kommt, Kick hat Vorfahrt. Das heißt, alles andere hat Nachfahrt, beziehungsweise wie heißt das? Vorfahrt gewähren. Aber Nachfahrt klingt eigentlich auch gut. Also, dann kopieren wir das, überall wo eine Kick ist. Bisschen zu stark noch. Du willst nicht dich vor der Kick direkt verneigen, sodass du vorn überkippst, sondern nur ein bisschen, dass du ihr halt Vorfahrt gewährst, okay? Und es könnte roughly eben der Kick-Shape matchen. Was ein Kompressor macht, ist, er shaped automatisch diese Shape. Was natürlich geil ist, aber wer hat schon Zeit, einen Kompressor einzurichten? Also machen wir es manuell. Und der Unterschied beim Hören ist so gering, dass ich lieber das so machen würde. So, manche Leute benutzen den gleichen Sidechain für Kick und die Snare, was ich nicht empfehlen würde, weil die sich ja unterscheiden von der Art und Weise, wie sie klingen. Die sehen vielleicht beide aus wie Ausschlag, aber die Art und Weise des Ausschlags von der Kick hat eine andere Qualität, wie jetzt die Clap. Okay, das sieht man nicht unbedingt, aber man kann es hören, weil die ist. Und die ist. Okay, auf jeden Fall der Scheitzen. Der Sidechain muss kürzer. Jetzt sieht man, dass hier sich auch was tut. Aber das schneiden wir einfach weg. Okay. So. Kürzer. Ein bisschen snappiger. Okay, das passt. Und jetzt überall, wo eine Snare ist, machen wir den Shit. Und überall, wo eine Kick ist, machen wir den Shit. Und ein Kompressor nochmal, der macht das alles automatisch. Der guckt einfach, wann kommt was und macht halt sein Sidechain, gell? Das Problem aber, was ich habe mit Kompressoren, ist, dass sie nicht immer sofort reagieren. Hier reagieren sie eben bei Null. Das ist genau das, was ich brauche, weil meistens bei Null auch die ganze Transient-Action ist, worauf es mir ankommt. Die will ich ja vermeiden. Ich will die konstruktive Interferenz hier vermeiden zwischen den ganzen Elementen, okay? Wenn ich das aber jetzt so hinkriege mit einem Kompressor, dass das wirklich die Kick wird so geil gesidechained und die Snare geht auch okay. Meistens nimmt er dann diese Scheiße auch noch mit, also die Hi-Hats und was noch so ein Drumloop ist. Und wenn das auch noch gesidechained wird, dann klingt das, dann kommt das Hauptelement gar nicht mehr zum Atmen, weil es ständig unterdrückt wird, okay? Und dieses Hauptelement ist ein Hauptelement, okay? Das heißt, es verneigt sich vielleicht vom König, vielleicht noch vor Königin, aber vor keinem anderen Gesindel. Das heißt, kenne deinen Platz, das ist das Hauptelement, das kennt seinen Platz und geht eben nur der Kick und der Königin aus dem Weg. Königin aber auch nur, weil er aus Anstand muss, nicht weil es wirklich einen anderen Unterschied macht und es besser klingt. Der erste sexistische Tutorial, sogar jetzt in DAW. Nein, war nur ein Joke, gell? Aber Leute verstehen keine Jokes mehr. Ja, wenn die Jokes scheiße sind. Ja, Bro, schlechte Jokes und geile Jokes kommen alle aus dem gleichen Ort, Mann. Aus dem inneren Bedürfnis, den anderen zum Lachen zu bringen. Und manchmal klappt es halt nicht. Gib mir wenigstens diese Meinungsfreiheit, oder?
Okay, das ist jetzt viel zu viel Reverb drauf. Jetzt höre ich es nochmal. Jetzt, da ich den. Man könnte jetzt natürlich nur die Gitarre sidechainen und dann das, was am Ende rauskommt, mit Reverb versetzen. Was wir gemacht haben, ist, wir machen unser Sidechain am Ende der Kette. Also die Signalkette hier nach 10, nach Slot 10 ist diese Scheiße. Und da geht wirklich nichts raus. Warum ich das mache, ist, weil wenn ich den Sidechain vorher mache oder irgendwo in der Kette, dann, wenn ich dann ihn auf 0 haben will, habe ich ihn meistens nicht auf 0, sondern irgendeine Scheiße bleibt immer noch übrig. Also ich will die komplette Kontrolle, Mann. Okay, jetzt machen wir das Gleiche auch mit dem Bass. Und Bass ist, gibt so keinen Fick. Er verneigt sich nur vom König. Warum macht man kein Sidechain vor der Königin? Weil, guck mal, die kommen sich gar nicht in die Quere. Bass hat Bass und die Königin hat halt einfach fucking Hochtöne und Mitten und so ein Scheiß. Das geht schon. Klingt sogar besser, ehrlich gesagt, wenn da kein Volume Dip ist. Deshalb machen wir den Volume Dip nur bei der Kick, weil der Bass, wie gesagt, verneigt sich mixing-technisch natürlich nur vor der Kick, nur vor dem König. So. Also wenn Königin kommt, keine Vorfahrt. Aber Bass hat wenig Anstand. Ist wirklich wie so ein, ja, wie ein Onkel einfach. Bass ist wie ein Onkel, okay? Okay. Es klingt einfach ein bisschen aufgeräumter. Und gibt quasi den Drums die Durchschlagkraft, die sie bis zum Ende durchhaben müssen. Wenn ich das nämlich jetzt nicht mache im Mixing, habe ich im Mastering einfach nur Probleme. Also guck, jetzt mache ich den Drumbeat ein bisschen anders, nicht so wie der Originalloop. Und schau natürlich, wenn ich eine Kick wegmache oder dazu mache, dass dann der Sidechain natürlich auch entsprechend mitwandert oder deaktiviert wird in dem Fall. Wie gesagt, ein Multiband-Kompressor oder normaler Kompressor, Sidechain-Kompressor würde das alles automatisch machen. Egal, wo ich es hinschiebe, er erkennt einfach nur den Ausschlag und macht dann was dagegen. Deshalb, es gibt schon Vorteile, es gibt sehr viele Vorteile, was den automatischen Sidechain mit dem Kompressor angeht, aber ich bevorzuge es einfach aufwendig und so. Weil ich will ja nirgendwo hin, ich habe es ja nicht eilig, ich will einfach einen Track machen. Deshalb mache ich so, wie ich Bock habe. Aber ich habe jetzt einfach nur die Kick hier kopiert, diese Kick. Und normalerweise, wenn das jetzt ein Drummer spielen würde, er würde die ein bisschen softer antreten. Was man jetzt eben machen kann, ist, man kann diese Kick hier ein bisschen leiser machen. Und wie mache ich das? Wenn ich jetzt einfach hier auf den Clip auf leiser gehe, wird der ganze Clip leiser. Das heißt, unser Nordstern, der eigentlich auf minus 6 ausgerichtet war, plötzlich nicht mehr auf minus 6 ausgerichtet, sondern auf was? Keine Ahnung, irgendeine Scheiße. Also, was mache ich? Ich mache dieses Ding hier einmalig. Also, unique heißt das. Make unique macht einfach eine Kopie davon. Wie mache ich eine Kopie davon? Hier auf diesen kleinen Tannenbaum, dann auf make unique. Zack, du denkst, hä, hat sich was getan? Keine Ahnung, wie schaue ich nach? Du gehst hier drauf und siehst, beim Namen ist ein Hashtag 2. Wenn du jetzt auf Mausrad klickst, kannst du hier den Namen ändern, Namen sehen und so weiter und Farbe ändern. Wenn ich jetzt die Farbe ändere auf irgendwas anderes, grün zum Beispiel, ändere, sehe ich, alles andere färbt sich nicht ein. Das heißt, das ist auf jeden Fall unique. So, was ich jetzt mit dem machen würde, ist einfach ein bisschen leiser. Bevor ich irgendwie filter oder sonst was, einfach ein bisschen leiser machen und schauen, ob das hilft. Und siehe da, es hat geholfen. Allerdings ist jetzt der Sidechain hier nicht mehr angemessen, weil ich habe den ja ausgerichtet auf dieses, auf diesen Gain-Level. Was mache ich jetzt? Jetzt müsste ich den neu schieben. Wenn ich jetzt hier anfange, aber ändert sich wieder alles. Was mache ich also? Entweder mache ich das hier unique oder ich mache einen neuen Part in diesem gesamten Ding. Oder was ich einfach mache, und das ist einfach nur der Quick und Dirty Fix, du swipest es einfach ein bisschen so. Das heißt, er erholt sich einfach schneller auch. Also es passt nicht wirklich. Ich muss das schon richtig anpassen eigentlich. Aber ain't nobody got time for that. So, jetzt schaue ich, dass es auf den Transienten passt. Auch hier. Transient ist eben da, wo es anfängt. Und genau hier sieht man auch den Grund, weshalb der Bass sich nicht vor der Queen, vor der Snare verneigt.
Na, guck mal, wenn alles gelowpassed ist, hört man nämlich die Bitch gar nicht mehr. Also sie würde nur unnötig viel Unruhe in den Bass bringen. Und der Bass ist ein gechillter Dude, der keinen Fick gibt, okay? Und deshalb wollen wir es auch dabei belassen. Das heißt, kein Sidechain von der Queen. Es hat nichts mit Sexismus per se zu tun, aber man kann es sehen, wie man will. Und wenn du es sexistisch sehen willst, dann geil, Mann, kriege ich mehr Traffic. Weil du machst so drei Kommentare, gell? Und plötzlich siehst du so, ich werde recommended anderen Leuten. Weil wenn du nicht kommentiert hättest mit deinem Kommentar. Also ich muss dir eigentlich danken. Okay, ich muss mega sexistischen Content machen, damit Leute auf jeden Fall Traffic generieren. Aber es ist halt auch nicht gut. Ich will ja niemand unnötig auf die Füße treten. Die Leute fühlen sich wegen jedem Scheiß schon auf die Füße getreten. Okay. Also, und was lerne ich jetzt durch den High Pass? Hier lerne ich eben, guck mal, wie laut und kreischend die Clap ist. Das habe ich so vorher nicht gehört. Guck, wenn alles offen ist. Ist so, oh ja, passt schon. Aber man toleriert einfach zu viel, okay? Man muss ein bisschen mehr diskriminieren beim Mixen. Und zwar, wenn die Snare zu laut ist, kann man sie entweder leiser machen, was natürlich hier jetzt schwierig geht mit einem Loop. Da muss man es entweder automatisieren mit einer Volume-Automation oder ich mache auch wie hier bei diesem Beispiel bei der Kick die Snare unique. Das ist halt eben Vor- und Nachteil von Loops. Wenn du Loops verwendest, hast du schnell einen Loop zusammen, der funktioniert. Aber wenn es dann ans Mischen geht, gibt es halt ein bisschen ein paar Hürden. Weil ohne das hätte ich andere Hürden, weißt du? Weil das manuell zu machen heißt wiederum, ich muss voll auf Samplesuche gehen und es geht 3 Stunden und dann toll, am Ende habe ich dann zwar alles geil sortiert, aber immer noch kein Beat. Genau, deshalb Loops sind schon sinnvoll auch. Also ich mag den Weg von erst von Loop zum eigentlichen Endprodukt, der sehr fein gegliedert ist. So, was ich jetzt aber schwierig machen kann bei einem Loop, ist natürlich wieder ein Kontra von einem Loop. Oft ist halt so eine Scheiße hier dabei, dass irgendein Ksch da in den Ding hier reingeht. Das heißt, ich brauche eine isolierte, wie die hier zum Beispiel, und muss die mit der erstmal ersetzen, bevor ich irgendwas mache. Und schauen, ob das überhaupt funktioniert. Weil wenn das nicht funktioniert, weil da ist irgend noch ein Pre-Clap, irgendeine Scheiße dabei, die ich ja nicht weiß, weil ich habe den Loop nicht gemacht, kann es sein, dass es dann abgehackt klingt. Also 3, 2, 1 und. Okay. Ha, okay. Hat funktioniert. Jetzt machen wir den Unique. Hier, Make Unique. Farbe. Erstmal scheißegal. Farben können wir nachher machen. Jetzt bedeuten die Farben noch nichts. Okay, aber jede Clap oder Snare, je nachdem, wird jetzt ausgetauscht mit dieser Uniken. Schauen wir mal, ob es abgehackt klingt. So, jetzt kann ich der hier ihren eigenen Channel geben, weil jetzt gehört sie ja nicht mehr zu Kick. Das ist eben die Differenzierung, die man halt irgendwann halt machen muss. Okay, aus dem Loop muss ich die Sachen jetzt wieder zurück in seine einzelnen Elemente friemeln, damit ich sie richtig mischen kann. Okay, das ist jetzt bei 2. Bei 2 ist noch kein Name, mache ich jetzt einfach Name und nenne es Snare. Da weiß ich, dass die scheiß Snare. So, die ist drin. Jetzt mache ich hier ein EQ rein. Okay, und sehe, dass hier bei 1300 ungefähr Hertz war mega der Ausschlag. Den werde ich jetzt ein bisschen minimieren. So, einfach, dass sie nicht ganz so einen harten, wie sagt man, sie kommt ja nicht ganz zu heiß in einen Kompressor rein später. Weil ich will schon mal schauen, dass die heftigste nervende Frequenz, also die Resonanzfrequenz oft einfach schon ein bisschen getamed ist. Weil wenn man dann einen Kompressor macht, kommt sie eh wieder hervor. Das heißt, fuck it, ich mache sie vorher weg. Und dann habe ich später weniger Probleme. Weil oft klingen Samples dann anders, wenn man sie nach einem Kompressor oder nach einem Master schickt.
Und denkst du so, die klangen doch vorher geil, wieso klingen die jetzt nach Müll? Also wegen so Kleinigkeiten halt. Es ist wirklich nicht viel, es ist nur ein bisschen Resonanzfrequenz im Zaum halten und dann hasst sich das schon. Was jetzt auch noch passiert, weil ich ja Energie weggenommen habe mit einem EQ, der so runtergeht, ist ja auch ein bisschen leiser insgesamt geworden. Aber ich will sie trotzdem noch global ein bisschen leiser machen, gell? Ich könnte ja natürlich jetzt alles, jedes Ding einzeln runterziehen, aber dann habe ich so eine komische Welle. Was ich brauche, ist einfach global ein bisschen weniger Gain. Okay, cool. Klingt schon besser. Schon ein bisschen ausgeglichener und nicht so nervig. Das hat mich nämlich schon die ganze Zeit gestört. Ich wusste nur nicht, was es ist. So, was mache ich jetzt? Die Kick will ich jetzt isolieren. Ich will die Kick nämlich auch einzeln eine Kick sein lassen. So. Was mache ich also? Auf Tannenbaum drücken. Hier, Unique. Jetzt die Kick wird türkis eingefärbt. Das ist schon mal wichtig, der erste Step, weil die Kick ist hier türkis. Okay. Das bedeutet, warum habe ich die türkis gemacht? Also, wenn man eine Volume-Automation macht, das hier, ist sie by default, wird sie auch so türkis. Das heißt, da sehe ich eben den farblichen Link, dass diese Kurve hier gehört zur Kick. Das ist quasi das, was die. Das ist die Reaktion auf die Kick. Okay, das heißt, irgendwie gehören die thematisch zusammen. Das heißt, ich werde das jetzt auch so regeln, dass erst oben die Kick kommt und die ganzen Sidechains. Okay. Und dann kommen die Drums. So, jetzt schaue ich jetzt mal, dass diese Kick hier ausgetauscht wird. Überall, wo eine Kick eben ist. Ah ja, genau, die muss noch auf 1. Ah, habe ich schon gemacht. Okay. Dann hier weg. So, jetzt sieht man hier, gibt es eine Interferenz. Dieser Tail von dieser Kick interferiert mit dem Transienten von dieser Kick. Okay, was machen wir in dem Fall? Wenn wir nichts machen, gibt es halt einfach irgendeine random Interferenz. Wir wissen nicht, ob sie konstruktiv oder destruktiv oder sonst was ist. Und ich habe keinen Bock auf Guesswork, also schneide ich diese Scheiße einfach weg. Und dann ist es einfach weg. Jetzt muss ich aber schauen, dass ich habe die jetzt irgendwo abgeschnitten. Gell? Das heißt, es kann so Klicklaute geben. Was man dann dagegen machen kann, ist ein kleiner Fade. Also hier gibt es extra ein Volume. Und der geht ganz am Ende einfach auf Null. So. Jetzt weiß ich 100%, da gibt es keine Interferenz mehr. Okay? Das ist einfach für eine saubere Naht. Okay? Jetzt, das geht dann wieder zurück nach oben. Okay. Und die Support Kick. Die kommt auch nach oben, weil die gehört ja auch dazu zu der Kick. Okay. Liegt am, weil ich dachte die ganze Zeit, ist die zu früh oder ist die zu spät und du kriegst sie nicht richtig eingependelt. Das liegt daran, dass die Snare perfekt auf dem Grid ist. Das wollen wir vermeiden. Ich nehme jetzt die Snare zusammen mit ihrem Sidechain und gebe ihr einfach ein bisschen einen Lag. Ja, das hilft schon. Weil die klang zu nervös, die klang zu on point, als ob sie einfach alle Hausaufgaben gemacht hat und fragt. Sie haben die Hausaufgaben noch gar nicht besprochen. Also so strebermäßig viel zu früh. Sidechain und Sidechain. Genau, das ist eben auch wieder der Nachteil. Jetzt muss ich jedes Mal, wenn ich ein Sample auch nur minimal irgendwo hinbewege, muss ich auch immer den Sidechain nicht vergessen mitzubewegen. Das heißt, wieder ein Punkt für den Kompressor an der Stelle. Aber wenn man immer dran denkt und das schon seit Jahren so macht, dann denke ich immer dran, wenn ich was verschiebe, hängt es an irgendeinem Trigger dran. Also das ist hier wie ein Trigger. Kleine Triggerwarnung für die anderen Samples. So, Achtung, gleich musst du ducken, weißt du? Das ist eine nützliche Warnung, Mann.